Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich's eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streuner und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unsere Stärke. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Halt! Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, dein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geladen und bereit. Das sind unsere Leute da. Wir müssen ihnen helfen. Feindliche Infanterie vor Ort. MG-Feuer eröffnen. Fenster im Auge behalten. Reparaturen erledigt. Vorrücken! Station voraus!
Alle Mann bereithalten. Auf der Straße. Zerstören wir ihre Verteidigungen. Sie fliehen! Sie haben wohl schon einen Tiger gesehen, hä?
Artilleriestellung. Sie sind erledigt. Anton 1, feindliche Panzerdivision versucht, den Platz zu umstellen. Sofort angreifen und abwehren. Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Wir können sie nicht abhängen. Kerz! Sehen Sie zu, dass wir immer irgendeine Deckung haben. Schröder und Hartmann, Sie feuern nur, wenn Sie ein Ziel haben. Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer? 5 Uhr! Reiß dich zusammen!
Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Angriff nicht abbrechen! Das ist Selbstmord. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Herr Gott, nochmal! Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund! Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Das sind so viele, Herr im Himmel. So viele! Sie haben Panzer, aber wir haben einen Flieger. Schäden überprüfen. Jawohl. Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, ja, Gott, nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren.
und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Kerz, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Alles erledigt!
Marathon. Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann voller Fehler. Show you what we go. What the hell? This is it.
ab! Kommen Sie voran, Kerz! Komm schon! Komm schon! Wie haben Sie Stefan repariert? Na, ich musste nur ein wenig basteln. Aber das Funkgerät ist hinüber. Großartig. Weiter zur vorgeschobenen Basis. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Come on.
hurt someone. We'll have a look then. Huh? Ich denke, das war's. Bringen Sie uns zur Kathedrale, Kerz. Hallo, hallo, hallo.
sind die? Wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung! Alle mobilen Einsatzkräfte an der Kathedrale! Verteidigen Sie den Brückenkopf um jeden Preis! Lassen Sie niemanden vorbei! Bleiben oder Deckung suchen. Was sind die Befehle, Kommandant? Haben Sie sich Kontakt zu einem Scheibenpanzer? Bestätigt der Treffer. Schuss hat gesessen. Schermenpanzer! Da kommen noch mehr Panzer! Panzerfaust!
sind noch mehr. Durchhalten! Uns verraten? Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Ach Gott, doch mal. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben, ist es vorbei. Nein, Kerz. Komm, tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei.
Er war ein Verräter. Kurt! Kurt! Aber er ist desertiert. Gemeinsam sind wir stärker, richtig? Die Schwachen überleben nicht. Es waren doch ihre Worte, oder? Bei dir, sagen Sie es! War das nicht so? Just give up, Dad!